Schaut mal, da kommt der Verbrecher. Na, hoffentlich geht es dem im Gericht heute an den Kragen. Wo ist Opas Geld geblieben? Lass mich in Ruhe, Manuel. Nee, das kannst du dir abschminken. Wir alle haben ein Recht auf die Wahrheit. Wir alle haben für Opas Afrika-Reise Geld gesammelt. Bloß, dass er nie in Afrika war und jetzt tot ist. Also raus mit der Sprache. Was hast du mit Opa gemacht? Sag's uns. Ich hab dir nichts zu sagen, Manuel. Kommen Sie, wir gehen jetzt mal rein in die Verhandlung, okay? Wunderbar. Ey, was für ein eiskaltes Schwein bist du eigentlich? Du hast deinen eigenen Opa bestohlen und wahrscheinlich hast du ihn auch noch umgebracht. Genau, du Mörder. Ich hab Opa nicht umgebracht, verdammt nochmal. Komm, ich krieg dich heute. Siehst du noch? Mein Schwein, was erlaubt er sich da eigentlich? Das ist unglaublich. Alter, den kriege ich heute noch. Sascha Lang, geboren 3. Dezember 1986 in Lübeck, wohnhaft in Drenzberg, ledig Maschinenbaustudent. Der Angeklagte wohnt im Haus seines Großvaters Herbert Palmberger in Drenzberg. Am Abend des 4.2.2009 betrat Manuel Palmberger, der Cousin des Angeklagten, gegen 18 Uhr mit einem Zweitschlüssel heimlich das Haus und nahm eine Dokumentenmappe mit verschiedenen Afrika-Reiseberichten und Afrika-Postkarten an sich. Als dieser damit das Haus wieder verlassen wollte, stellte ihn der Angeklagte in der Garage und forderte die Herausgabe seiner Mappe. Manuel Palmberger weigerte sich jedoch. Daraufhin griff der Angeklagte nach einem Holzscheit und schlug seinem Cousin damit mit voller Wucht an den Kopf. Manuel Palmberger ging bewusstlos zu Boden. Er erlitt eine 3 cm lange Platzwunde auf der Stirn, die genäht werden musste. Von der Dokumentenmappe fehlt bis heute jede Spur. Der Angeklagte wollte durch seine Tat vertuschen, dass er eine von Dorfbewohnern finanzierte 15.000 Euro teure dreiwöchige Afrika-Rundreise mit seinem Großvater gar nicht angetreten hatte. Der Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223 Absatz 1. Herr Lang, wollen Sie sich zu diesem Vorwurf äußern? Also eine Sache habe ich auf jeden Fall zu sagen, ja. Und die wäre? Dass ich weder meinen Opa Herbert umgebracht habe, noch meinen Cousin Manuel ein Holzscheit auf den Kopf geschlagen habe. Ein Tötungsdelikt an Ihrem Großvater, das wirft Ihnen auch niemand vor, das ist ja nicht angeklagt. Ihr Großvater ist laut Totenschein eines natürlichen Todes gestorben, nämlich einem Herzinfarkt. Ja, Sie wissen das. Aber die ganzen Leute aus dem Dorf und mein Cousin Manuel, die glauben das einfach nicht. Die behaupten die ganze Zeit, dass ich Opa umgebracht habe. Ja, entschuldigen Sie mal, wundert es Sie ehrlich, dass im Ort die Gerüchteküche nur so brodelt? Ja, naja, ich weiß nicht. Ja, ich meine, immerhin hatte der ganze Ort für den Geburtstag Ihres Großvaters gesammelt, um ihm zu seinem 75. Geburtstag seinen Lebenstraum von einer Afrika-Reise zu erfüllen. Ja, bloß, dass Ihr Großvater diese Reise nie angetreten hat und das Geld weg ist. Und Sie wollen uns nicht sagen, warum Ihr Großvater diese Reise nicht angetreten hat. Und vor allem wollen Sie uns auch nicht sagen, wo das Geld hin ist. Ich werde mich dazu heute auch nicht äußern. Gut. Ist Ihre freie Entscheidung, dann setze ich zu Ihrem Verteidiger, bitte schön. Kommen Sie rüber, Frau Staatsanwältin. Haben Sie vielleicht mal daran gedacht, dass Opa Herbert niemals wirklich nach Afrika reisen wollte? Wie meinen Sie das? Naja, immerhin wissen wir ja von dem Totenschein, dass Opa Herbert kurz vor seinem Tod körperlich offenbar in bester Verfassung war. Kann doch sein, dass er sich diese 15.000 Euro genommen und irgendwie anderweitig durchgebracht hat. Aber das könnte Herr Lang uns doch erzählen. Naja, mein Mandant möchte vielleicht das Andenken an seinen Opa wirklich schützen. Was meinen Sie, was da los wäre? Was meinen Sie, was die ganzen Dorfbewohner, die all das Geld gesammelt haben, was die sagen würden, wenn sie erfahren würden, dass Opa Herbert das Geld irgendwie anderweitig im Casino oder auf Partys auf den Kopf gehauen hat? Das ist ja eine nette Vermutung, aber dafür gibt es überhaupt keine Anzeichen. Stattdessen haben wir vielmehr einen Zeugen, der bestätigt, dass Ihr Mandant Postkarten und Briefe aus Afrika gefälscht hat, um die Daheimgebliebenen zu täuschen. Ich denke, die Zeugen sollten wir uns jetzt auch anhören. Oder diesen Zeugen, Manuel Palmberger, bitte. Wir treten in die Beweisaufnahme. Herr Palmberger, Sie mal bitte Platz. Ich muss Sie direkt belehren, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. In der Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Haben Sie das meinem Cousin Sascha schon mal gesagt? Nö, habe ich nicht. Ja. Ich meine, der hat ja auch nicht die Pflicht, die Wahrheit zu sagen als Angeklagter. Ja, er soll aber die Wahrheit sagen. Er soll mal seinen Mund aufmachen und sagen, was mit Opa und dem Geld passiert ist. Ich fände es auch schön, wenn er die Wahrheit sagt und wenn er alles erzählt. Aber zwingen kann dazu keiner. Als Angeklagter hat er das Recht zu schweigen. Also, außerdem geht es hier um eine Körperverletzung. Es geht gar nicht um die Umstände, unter denen Ihr Großvater verstorben ist. Ja? Also, kommen wir mal zu Ihrem Personalien. Sie heißen Manuel Palmberger, 18 Jahre alt, Sie wohnen in Drenzberg, Sie sind ledig, Schüler, Sie sind der Cousin des Angeklagten. Als Cousin hat man allerdings kein Zeugnis vor Ihnen. Das ist egal, ich habe hier eh viel zu sagen. Ich kann Ihnen auch gleich sagen, dass meine Platzwunde hier am Kopf sehr viel mit dem Tod von meinem Opa zu tun hat. Da hängt alles zusammen. Und wie soll das zusammenhängen? Ja, es hat damit angefangen, als Opas 75. Geburtstag vor der Tür stand. Da haben alle außer Familie und Freunde aus dem Ort überlegt, wie man unserem Opa eine Freude machen könnte. Ich habe dann vorgeschlagen, dass wir ihm eine Reise nach Afrika
Afrika schenken könnten. Was allerdings für einen 75-Jährigen doch ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk ist. Ja, nicht bei Opa Herbert. Also er ist als kleines Kind auch schon mit seinen Eltern in Kenia gewesen. Er hat dort 3 Jahre lang gewohnt. Und er hat sich schon immer mal gewünscht, wieder nach Afrika in den Urlaub zu fliegen. Er war total Afrika-fanatisch. Also ja, da haben wir versucht, ihm seinen Wunsch zu realisieren. Was haben Sie realisiert? Ja, wir haben für ihn Geld gesammelt. Also ich zum Beispiel habe meine 2.500 Euro dazu gegeben, die ich für meinen Führerschein gespart habe. Meine Schwester hat ihren Sparvertrag aufgelöst. Und ja, meine Eltern, ja, alle Freunde, jeder hat was dazu gegeben. Wir sind dann auf 15.000 Euro gekommen, die haben wir ihm dann geschenkt. Ein stattlicher Betrag, würde ich sagen. Ne? Ja, aber wir wollten ja auch, dass er genügend Zeit hat, sich Afrika anzuschauen. Dass er auch nicht in irgendwelchen billigen Absteigen wohnt, sondern sich auch mal zwischendurch einen Flug von Staat zu Staat leisten kann. Und vor allem, was ganz wichtig war, wir wollten ihn nicht alleine fliegen lassen. Und ich meine, so eine Reise für 2 Personen, die kostet natürlich schon ordentlich. Und wer sollte Ihren Großvater begleiten? Sascha, das hat sich Opa so ausgesucht. Hat Sie das nicht gestört? Also Sie als großen Organisator und Geldgeber der Reise? Ja, ich fand's schon irgendwie doof. Ich wäre gern mit Opa mitgekommen, aber es hätte eh nicht funktioniert in diesem Zeitraum, weil mein Opa vom 10. bis 31. Januar nach Afrika wollte und ich da Schule hatte. Hatte Ihr Opa Herbert die Planung der Reise selbst übernommen? Ja, als er das Geld bekommen hat, war er total happy und wollte selbst sofort alles in die Hand nehmen. Und weil er so alles an sich gerissen hat, die Planung der Reise und die Organisation, wusste im Endeffekt auch niemand mehr so genau, wie die Reise konkret verlaufen soll. Also nachdem sich alle so sehr für dieses Geschenk ins Zeug gelegt haben, hat sich dann plötzlich niemand mehr dafür interessiert, inklusive Ihnen? Ja, doch schon. Wie gesagt, er hat aber alles selbst in die Hand genommen und alles selbst organisiert. Wir durften ihn und Sascha ja noch nicht mal nachher zum Flughafen bringen. Das hat er irgendwie anderweitig organisiert. Vielleicht hat er aber auch schon seine Finger im Spiel. Wie meinen Sie das? Ja, mittlerweile gilt es ja als bewiesen, dass Opa nie in Afrika angekommen ist. Stimmt, laut Passagierlisten und auch dem Reisepass Ihres Großvaters, in dem kein Einreisestempel versehen war, gilt das tatsächlich als bewiesen. Genau, und diese 15.000 Euro für die Reise, die wir ihm geschenkt haben, sind trotzdem weg. Da ist doch klar, dass nur einer dahinter stecken kann, und zwar dieser Sascha hier. Aber es wurde gegen meinen Mandanten ja auch ermittelt. Ohne Ergebnis. Also, wieso glauben Sie dann eigentlich immer noch, dass mein Mandant... Ja, es liegt doch auf der Hand. Mein Opa hat 15.000 Euro bekommen, war damit nicht in Afrika und ist stattdessen tot. Und er sitzt hier, macht den Mund nicht auf und sagt gar nichts. Er sagt nicht, was mit Opa passiert ist und was mit dem Geld passiert ist. Da ist doch sonnenklar, dass er Dreck am Stecken hat. Das sehe ich völlig anders. Vielleicht hat sich Ihr Opa Herbert ganz einfach überlegt, dass er gar nicht nach Afrika will. Dass er mit diesen 15.000 Euro einfach was ganz anderes anfangen möchte. Und was, bitteschön? Ja, das wissen wir nicht, aber vielleicht hat er das Geld irgendwie anders ausgegeben. Im Casino das ganze Geld verspielt, irgendwelche rauschenden Partys gefeiert, das wissen wir doch alle nicht, ne? Nie und nimmer. Und Ihr lieber Cousin, mein Mandant, der sagt nur deshalb nichts, weil er das Andenken seines Großvaters an seinen Großvater schützen will. Nie und nimmer, das kann ich Ihnen sagen. Mein Opa hat schon immer zu mir gesagt, wenn ich mir meinen Tod wünschen könnte, dann unter afrikanischem Sternenhimmel. Nie hätte er sich so eine Gelegenheit entgehen lassen. Deswegen glaube ich auch, es war Sascha, der sich die Kohle gekrallt hat und Opa dann deswegen aus dem Weg geräumt hat. Ich habe Opa nicht umgebracht, erzähl doch nicht schon mal so einen Scheiß, Mann. Ich erzähl keinen Scheiß, ich kann nur eins und eins zusammenzählen. Er hat uns ständig Postkarten aus Afrika zugeschickt, damit jeder glaubt, dass er und Opa dort sind. Und in Wahrheit hat er ihn schon längst aus dem Weg geräumt und sich selber versteckt gehalten. Das stimmt doch gar nicht, Mann. Ach, das stimmt nicht, ja? Herr Vorsitzender, dürfte ich dann vielleicht mal die Postkarten haben? Herr Pallenberger, Sie haben uns ja netterweise die Postkarten zur Verfügung gestellt. Na klar, damit man dem doch endlich das Handwerk legt. Genau, die Sie geschickt bekommen haben vom Angeklagten. Dann lese ich doch da mal vor. Jambo, wir sind nun im traumhaften Kenia, kommen gerade von einem Ausflug einer Krokodilfarm. Schöne Tiere, aber unheimlich. Bei den warmen und schönen Wetter möchte man gar nicht mehr nach Deutschland. Morgen geht es um 5 Uhr auf einen Rundflug zum Kilimandscharo. Bis bald, Sascha. Hallo, ihr lieben Zuhausegebliebenen. Ich bin mit Opa Herbert gerade in Kapstadt. Der Tafelberg hängt im Nebel, aber wir genießen die herrliche Aussicht auf den Atlantik. Morgen geht es per Flieger weiter in den Krüger Nationalpark. Liebe Grüße nach Deutschland, Sascha. Herr Lang, entschuldigen Sie mal bitte, weshalb haben Sie diese Karten geschrieben? Ich möchte dazu nichts sagen. Sie haben sich ja sogar noch die Mühe gemacht, die afrikanischen Briefmarken aus der Briefmarkensammlung Ihres Großvaters zu nehmen. Und Sie haben sogar einen Poststempel hier gefälscht. Jetzt erklären Sie mir bitte schön mal, warum Sie das gemacht haben. Ich habe hier nichts zu sagen. Dann passen Sie mal auf. Dieser Poststempel, der ist vom 24. Januar. Laut Totenschein ist Ihr Großvater bereits am 20. Januar verstorben. Und am 25. Januar war seine Beerdigung. Jetzt erklären Sie mir bitte schön mal, warum Sie zu diesem Zeitpunkt immer noch die Story aufrechterhalten haben, dass Sie mit Ihrem Großvater in Afrika sind. Das hat er nur gemacht, weil er alles vertuschen wollte, weil er mit dem Mord an Opa vorbeikommen kann. Das stimmt doch gar nicht. Erzähl doch nicht überall so einen Scheiß, Manuel.
Ich erzähl gar keinen Scheiß. Du hast die Opas Kohle unter den Nagel gerissen und ihn dann sicher in irgendein Kellerloch gesperrt, damit er niemandem sagen kann, was für ein gemeiner Dieb du bist. Und wahrscheinlich hast du ihn dann auch noch in diesem Kellerloch elendig verrecken lassen. Also Moment mal. Die Polizei hat den Arzt, der den Totenschein ausgestellt hat, vernommen. Und der hat ganz klar zu Protokoll gegeben, ihr Großvater, der war offensichtlich gut genährt, der war ordentlich angezogen. Es gab überhaupt keine Hinweise darauf, dass er irgendwann in jüngster Zeit mal gefesselt worden war. Ich glaube, das Thema können wir nun endgültig mal beenden. Wissen Sie, für was Ihr Cousin diese 15.000 Euro gebrauchen hätte können? Ja, wissen tue ich's nicht, aber der ist doch sicher wieder am Zocken. Der war ja auch schon mal in Behandlung deswegen. Ich hatte mal ein Problem mit dem Spiel, das stimmt, Mensch. Aber ich habe Opas Geld nicht verzockt und ich habe ihm auch kein Haar gekrümmt. Mensch, du weißt doch, ich habe Opa mindestens genauso gern gehabt wie du. Dass ich nicht lache, du hast ihn doch nur ausgenutzt. Wahrscheinlich hast du eh nur auf sein Erbe spekuliert. Ey, Manuel, das ist Quatsch und das weißt du ganz genau. Ich meine, er hat das Haus an unsere Eltern vererbt. Und ich habe da gar nichts von, dass er jetzt tot ist. Gut, ich denke, wir sollten jetzt endlich mal zu Ihren Verletzungen kommen. Sie wollten uns erklären, welchen Zusammenhang diese nicht angetretene Reise mit Ihrer Verletzung hat. Sascha hat uns allen ja vorgespielt, dass er und Opa in Afrika sind, dass alles gut ist. Ja, jedenfalls habe ich ihn dann durch Zufall wieder getroffen, am 25.01., also direkt nach Opa Herberts Beerdigung, von der ich damals aber noch nichts wusste. Er hat Opa ja verbrennen lassen und auch ganz allein unter die Erde gebracht. Mhm. Ja, jedenfalls war ich voll irritiert und habe ihn dann gefragt, was er denn hier macht. Ja, denn schließlich sollte der Angeklagte zu diesem Zeitpunkt ja mit ihrem Opa gemeinsam noch in Afrika sein. Genau. Und da meinte er zu mir, dass er sich angeblich in Afrika ein Virus geholt hat und deswegen kurz nach Hause geflogen ist, um es zu Hause behandeln zu lassen. Ich habe ihn dann natürlich gefragt, was das soll oder wieso er niemandem was gesagt hat, wie es ihm jetzt geht und vor allem, wo Opa ist. Aber da hat er mir nur gesagt, ach, mach dir keine Sorgen um Opa, dem geht's gut. Ich darf auch morgen wieder zu ihm fliegen. Und dann ist er abgerauscht. Haben Sie Ihrem Cousin diese Geschichte geglaubt? Nee, das klang alles so komisch und so irre. Ich bin sofort misstrauisch geworden. Ja, also habe ich ihm etwas hinterhergeschnüffelt. Das heißt? Ja, ich habe halt geguckt, wo er so rumhängt, wo er sich rumtreibt, was er so macht und ob er wirklich wieder zurück nach Afrika fliegt. Ja, aber da ist er plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Ja, dann dachte ich, gut, ich warte mal darauf, was Opa sagt, wenn er dann wiederkommt. Mhm. Am 31.01. sollte das ja sein. Aber weder Opa noch er sind gekommen. Nur bloß eine Postkarte, auf der stand, dass die angeblich noch etwas länger in Afrika bleiben. Haben Sie das geglaubt? Nee, ich habe es überhaupt nicht geglaubt. Und so habe ich dann halt auch ein paar Tage später gesehen, dass doch jemand bei Opa zu Hause ist. Ja, wann waren das? Ja, das war dann am 4.2., so gegen 18 Uhr. Ich bin mit meinem Schlüssel rein ins Haus und wen sehe ich da? Sascha. Am Sekretär mit so einer Mappe. Da sind so Sachen drin gewesen wie Postkarten aus Afrika und Briefmarken und so, ne? Haben Sie ihn dann darauf angesprochen, was das alles soll? Ja, klar, aber er hat die Mappe sofort hektisch versteckt und mich gleich aus dem Haus rausgeworfen. Gut, dann habe ich halt so lange draußen gewartet, bis er gegangen ist. Bin dann wieder rein und wollte die Mappe suchen, weil ich meine, ich wollte ja wissen, was hier für ein Spiel gespielt wird. Und haben Sie die Mappe gefunden? Ich habe sie gefunden. Ich habe auch kurz reingeschaut, habe dann auch gesehen, habe da so Dinge gesehen, die er gebraucht hat, um die Afrika-Reise zu erfinden. Also Reiseberichte, Postkarten etc. Ja, ich hatte aber nicht viel Zeit, also habe ich die Mappe schnell zusammengepackt und wollte ab durch die Garage nach Hause. Wieso denn durch die Garage? Ja, wissen Sie, ich hatte bei meinem Opa in der Garage noch mein Snowboard stehen. Und ja, da wollte ich halt dahin und plötzlich stand er in der Garage vor mir und meinte ganz laut, gib mir sofort die Mappe her, das ist meine. Und ja, und als ich sie ihm nicht sofort gegeben habe, ist er voll ausgeflippt, ist zu dem Holzstapel gerannt, hat sich einen Holzscheit rausgeholt und mir voll über die Birne gezogen, sodass ich bewusstlos geworden bin. Das stimmt doch gar nicht, das ist Blödsinn, Mann. Natürlich stimmt das, voll brutal und aggressiv warst du, Mann, checkst du noch was? Und als sie wieder wach wurden, hatten sie eine Platzwunde, aber keine Mappe mehr. Genau, ich wusste überhaupt gar nicht, was los ist, ich wusste nicht, wo Opa ist, ich wusste nicht, was mit dem Geld passiert ist und vor allem, was für ein mieses Spiel er hier spielt. Herr Palmberger, mein Mandant hat für die Tatzeit ein Alibi. Er kann sie nicht verletzt haben. So kriminell wie der ist, hat er sich sicher auch noch ein Alibi besorgt. Jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Ist es richtig, dass Sie eine Vorstrafe haben, Herr Palmberger? Weil Sie mit illegalen Raubkopien von aktuellen Kinofilmen und Musik-CDs gehandelt haben an Ihrer Schule? Ja, und? Ich bin mir sicher, dass dieser Angriff auf Sie irgendetwas mit den Raubkopien zu tun hat. Kann das sein? Gut, bevor Sie sich da jetzt äußern, muss ich Sie belehren, 55 SDPO, Sie müssen auf solche Fragen nicht antworten. Schließlich könnten Sie sich dabei ja selbst verdächtig machen. Aber wieso soll das was mit den Raubkopien zu tun haben? Das checke ich jetzt nicht. Naja, weil Sie in der Garage von Ihrem lieben Opa Herbert diese Raubkopien neu eingelagert oder zwischengelagert hatten.
Für den Fall einer erneuten Hausdurchsuchung bei Ihren Eltern und bei Ihnen wollten Sie sichergehen, dass man nicht wieder Raubkopien findet. Also deswegen die Idee mit dem neuen Lager bei Opa Herbert. Nee, so ein Quatsch. Und dann haben Sie aus der Garage von Opa Herbert regelmäßig CDs und DVDs geholt, um die dann wieder erneut illegal zu verkaufen. Sie haben damit einfach weitergemacht, trotz Ihrer Verurteilung. Nee, das ist überhaupt nicht wahr. Also das war mir damals wirklich eine Lehre. Mit sowas habe ich überhaupt nichts mehr zu tun. Und für Ihre Theorie gibt es abgesehen davon auch überhaupt keinen Beweis, ja? Weder wurden irgendwelche illegalen Raubkopien gefunden, noch hat irgendein Zeuge irgendetwas in dieser Richtung ausgesagt. Bisher nicht, Frau Staatsanwältin. Ja, warum? Aber nachher werden wir ja noch die Schwester von Manuel Pallenberger hören. Und die hat mir vor einiger Zeit ein paar ganz interessante Details erzählt. Ach, was erzählt die denn für ein Mist? Ich bin überzeugt davon, dass irgendjemand von ihren Raubkopien in der Garage von Opa Herbert wusste. Da gab es irgendwie eine Auseinandersetzung und das ist der wahre Grund, warum Sie da verletzt und niedergeschlagen wurden. So ein Blödsinn. Haben Sie das alles von meiner tollen Schwester oder wie? Zum Teil, ja. Ey, die mischt sich schon wieder in Sachen ein, die sie überhaupt gar nichts angehen. Fragen wir doch Ihre Schwester einfach selbst. Ja. Noch Fragen, Berlin? Keine Frage. Frage. Dann nehmen Sie bitte Platz. Sie bleiben unvereidigt. Nathalie Pallenberger, bitte. Ja, Nathalie, was erzählst denn du schon wieder für Mist? Sie sind jetzt bitte still. Wir klären das alles in der Vernehmung Ihrer Schwester. Und Sie nehmen bitte schön Platz. Also, als Zeuge müssen Sie natürlich die Wahrheit sagen. Ja. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Ja, nachdem Sie erst 17 sind, ist es in Ordnung für Sie, wenn ich Sie mit dem Vornamen anspreche? Ja, klar. Ja, wunderbar. Also, Sie heißen Nathalie Pallenberger, 17 Jahre alt. Sie wohnen in Drenzberg, ledig, Schülerin. Und Sie sind die Cousine des Angeklagten. Als Cousine hat man allerdings kein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie wissen, dass Ihrem Cousin vorgeworfen wird, Ihren Bruder Manuel in der Garage Ihres Opas Herbert, und zwar am 4. Februar, mit diesem Holzscheit hier niedergeschlagen zu haben. Ja, ich weiß. Ich habe ja sogar noch versucht, an dem Tag Sascha zu erreichen, weil mein Bruder mir die ganze Zeit irgendwie in den Ohren gelegen ist, dass irgendwas mit der Reise nicht stimmt. Und haben Sie Ihren Cousin erreicht? Ja, erst nicht. Ich habe so ab 18 Uhr versucht, ihn anzurufen, aber da ging immer die Mailbox ran. Und ich habe mir halt gedacht, ja klar, wenn er in Afrika ist, ist auch sein Handy aus. Aber irgendwann habe ich dann auch mal mit unterdrückter Nummer angerufen und dann ist er doch angegangen. Ja, und laut Einzelverbindungsnachweis war das um 18.21 Uhr. Wieso haben Sie da mit unterdrückter Nummer angerufen? Ja, weil mein Bruder war sich ganz sicher, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich habe mir gedacht, wenn, vielleicht geht er nur nicht ran, weil er meine Nummer sieht. Ach so. Und was haben Sie beide dann besprochen am Telefon? Ich habe ihn gefragt, was eigentlich los ist und ob er jetzt echt in Afrika ist mit Opa oder ob das gar nicht stimmt. Und was hat er darauf geantwortet? Ja, gar nichts. Er hat nur gesagt, ja, ich habe jetzt keine Zeit. Und dann hat er wieder aufgelegt. Und dann war das Handy auch wieder aus. Schon, konnten Sie im Hintergrund irgendwelche Geräusche erkennen? Ja, es hat sich so angehört, als würde er im Auto sitzen und fahren. Herr Lang, wo waren Sie denn da? Dazu werde ich nichts sagen. Sie haben also keine Erklärung und somit auch kein Alibi für die Tatzeit. Doch, aber ich muss hier gar nichts sagen. Ja, aber wenn du es erklären kannst, dann tu es doch bitte auch. Wir werden doch alle verrückt, wenn du es nicht mal bei jemand aufklärt. Du, eine Sache kann ich dir ganz genau sagen, dass ich Opa nichts getan habe. Ja, das glaube ich auch gar nicht. Das finde ich auch nicht okay, dass die im Dorf da irgendwie rumspinnen und irgendwelche Geschichten erfinden. Hallo, stellst du dich jetzt auf die Seite von dem da? Ich stelle mich auf gar keine Seite. Es ist nur nicht okay, wenn du überall rum erzählst, dass er Opa umgebracht hat. Frau Pallenberger, ich möchte ganz gerne noch mal zu einem ganz anderen Thema kommen. Sie haben mir gegenüber vor einer guten Woche da eine bestimmte Vermutung geäußert. Ja, ich glaube, das Ganze mit dem Holzscheit, das hat gar nichts zu tun mit Opa und Sascha. Mhm. Sondern? Ich glaube, dass mein Bruder wieder Mist gebaut hat und deswegen eins drüber bekommen hat. Du glaubst ja auch, dass du irgendwann mal Brad Pitt kennenlernst. Also, bitteschön, das ist die letzte Warnung jetzt. Danach wird's teuer, klar? Was heißt Mist gebaut? Welchen Mist soll er denn gebaut haben, Ihr Bruder? Ja, ich glaube, dass er wieder illegale DVDs und so verkauft. Also und wie kommen Sie da drauf? Ja, ich habe da sowas gehört. An unserer Schule war ein Badminton-Turnier gegen die Schule von meinem Bruder. Weil wir sind nicht auf einer Schule. Das haben unsere Eltern damals mit Absicht gemacht, weil wir uns schon noch nie so gut verstanden haben. Okay, und was haben Sie da mitbekommen? Ja, zwei Mädchen haben sich unterhalten. Und war die eine irgendwie voll sauer und hat so gemeint, ja, dass sie nicht mehr die neuesten DVDs bekommt von meinem Bruder, weil er anscheinend irgendwie einen Lieferengpass hat. Und dann hat die andere nur gemeint, ja, auf den muss man sich sowieso nicht verlassen, weil der hat ja schon seit Mitte Februar einen Lieferengpass und so. Das ist ja interessant. Und am 4. Februar wurde der Herr Pallenberger niedergeschlagen. Herr Pallenberger, Sie haben doch vorhin behauptet, dass Sie nichts mehr mit illegalen Raubkopiegeschäften zu tun hätten. Auch ich belehre es jetzt noch mal. 55 StPO, wenn Sie den Mund aufmachen, muss es die Wahrheit sein. Aber solche Verdächtigungen, da müssen Sie sich gar nicht äußern. Also das, was ich vorhin gesagt habe, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, was meine Schwester angeblich auf der Schule gehört hat und welche Mädels irgend so einen Blödsinn erzählen. Ich bin doch nicht blöd. Ich habe danach, nach dem Gespräch, auch noch mal nachgedacht. Und du warst vor allem in den Monaten vor der angeblichen Afrika-Reise wirklich oft bei Opa. Fast zweimal in der Woche. Ja, ich habe Opa halt gern besucht, ne?
Ja, aber komischerweise hatte er nach den Besuchen auch immer plötzlich wieder Geld. Vielleicht hat ihr Opa Herbert seinem Enkel Geld zugesteckt. Das machen Großeltern manchmal. Ja, aber nicht zweimal in der Woche. Also ich bin mir sicher, Herr Pallenberger, dass einer Ihrer Kunden Ihr heimliches DVD-Lager bei Ihrem Großvater ausspioniert hat und sich dann Ihre Raubkopien unter den Nagel reißen wollte. Da ist es zum Streit gekommen. Sie haben eine mit diesem Holzscheit verpasst bekommen und der Angreifer ist mit Ihren Raubkopien abgehauen. Ja klar, und weil es gerade so lustig war, habe ich mir überlegt, ich behaupte einfach mal, Sascha war es. Oder wie jetzt? Naja, Sie wollen doch die ganze Zeit Antworten von meinem Mandanten, was mit Ihrem Opa passiert ist. Vielleicht haben Sie sich da gedacht, wenn ich ihn belaste, dann kriege ich diese Antworten. Und außerdem, du hättest nie zugeben können, dass du wieder Raubkopien verkaufst. Was würden unsere Eltern sagen? Mhm. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, ich weiß, wer das war mit dem Holzscheit. Und wer soll es gewesen sein? Der Timo. Lass den Timo aus dem Spiel. Nein, lass ich nicht. Ey, der Timo hat mit dieser Geschichte überhaupt gar nichts zu tun. Moment. Sie meinen den Zeugen Timo Lewandowski? Ja, genau. Weil mein Bruder spielt mit dem Fußball und eigentlich haben die sich noch nie verstanden. Und seit der Sache plötzlich stecken sie immer die Köpfe zusammen. Ey, du laberst so einen Scheiß, Nathalie. Nein, tue ich nicht. Schnall das endlich. Sascha hat mich niedergeschlagen und nicht sonst irgendjemand. Nein, das glaube ich nicht. Das war Timo, ganz sicher. Weitere Fragen an die Zeugen? Keine Fragen, die Zeugen, danke. Ebenso wie der Bruder, der Herr Pallenberger, unvereidigt. Dankeschön, Sie nehmen bitte den Platz. Timo Lewandowski,